Hallo und willkommen zurück zum Alice Let's Play. Beim letzten Mal hatten wir uns überlegt, was wir tun müssen, um in diesen nächsten Turm zu gelangen. Nun, ein Anfang wäre nicht von Exhibitionisten eingefroren werden. Nicht einmal, wenn die von hinten kommen. Ah, schade, den haben wir nicht mit dem zweiten Tick getroffen. Und deshalb zerspringt er hier in kleine Fetzen. Okay, die Gegner halten nicht lange, aber wir halten unter Wasser selbst mit unserem Schildkrötenpanzer nicht lange. Und vorher haben wir unter Wasser wirklich gar nicht lange überlebt. Also ist das schon eine erhebliche Verbesserung. Einmal durchatmen, Alice. Dann einmal festhängen und nochmal durchatmen. Vielleicht haben wir hier oben einfach was übersehen. Moment. Das hier war der Ausgang. Da konnte man nicht hoch zum Durchatmen, hier schon. Kann man vielleicht... Dann Rohr? Nein. Okay, jetzt... Einfach wieder zurück und durchatmen, Luft holen. Und dann erwischt uns dieser Fisch mit seinen dämlichen kettenartigen Bissattacken. Das ist eigentlich nicht okay. Unsere Attacken sind so langsam und die Fische greifen da zigmal in der Sekunde an. Okay. Hier war ein Eingang oder Ausgang. Hier war ein Herzchen. Okay. Aber da können wir nicht hochspringen. Okay, nervtötende Fische. Einer weg, zweiter weg. Dritter Fisch. Auch erledigt. Und ich glaube auch die Fische respawnen hier, denn wir waren hier schon mal durch. Weg mit denen. Und natürlich holen wir uns deren Oktaeder. Und da ist noch ein Fisch. Und hier unten ist irgendwas aufgegangen. Oh. Hier ist was aufgegangen. Also gehen wir weiter durch dieses Rohr. Da waren die zwei Fische. Eigentlich bin ich mehr interessiert, irgendwo hochzukommen, bevor Alice jetzt wieder anfängt zu ertrinken. Meine Güte, es geht viel zu schnell. Und wir sind gestorben. Wo haben wir zuletzt gespeichert? Da am Wassereingang. Wir haben... Na toll. Ich sag's ja, das mit dem Ertrinken ist in diesem Spiel ein bisschen absurd gehalten. Na, wenn wir da weiter schwimmen. Kommen die Fische nochmal neu. Es ist... Das Labyrinth ist so ein bisschen nervtötender als die Türme, nehme ich an. Können wir da Luft holen? Ich meine, es sind Blubberbläschen. Okay, jetzt stellen wir uns dieser Masse an Fischen. Eins. Zwei.
Okay, solange diese Fische ihren dämlichen Kiefer nach unten richten, haben wir wenig von denen zu befürchten. Dann kriegen die maximal einen Nahkampfangriff durch. Alice, schluckt da schon wieder? Einmal Luft holen und da war noch so ein Blubberblasending. Wenn wir uns an denen immer den Luftbalken, also die Luft auffüllen können, die wir nicht sehen können, deshalb können wir auch nur schwer abschätzen, wie gesund Alice gerade ist. Oder wie kurz sie vorm Ertrinken ist. Hier haben wir 4 Luftblasen und nach oben. Diesmal mit voller Gesundheit, nicht weil wir da gerade fast ertrunken wären. Wir rüsten unseren Augenstab aus und jetzt kann selbst der Herzsoldat mit seinen Herzgranaten nichts mehr. Und wir sind sogar auf dieser Brücke. Jetzt sind wir... Dich habe ich doch gesehen, wie du da einfach gerade erschienen bist. Hinter uns war ein Schreihals. Und hier finden wir einen Spiegel. Was macht der Spiegel? Oh. Oh, nein, ich wollte da nicht runter. Nehmen wir nochmal unseren Spiegel auf. Alice macht sich hübsch die Haare fein und wir werden unsichtbar. Können also an dem Schreihals vorbei, nicht, dass wir da Angst vorhaben müssten. Das sind so schicke Power-Ups, aber ich kann sogar sehen, wie lange ich noch unsichtbar bin. Und ich kann unsichtbar angreifen. Wie böse ist das denn? Die Gegner können nicht sehen, dass ich sie angreife. Der zweite Hebel und damit öffnen wir ein Portal unten und wollen darunter. Alice wird sichtbar und ich bin mir sicher, mit einem kleinen Sprung hier runter. Ein Roboter. Und Kartensoldaten. 2 Stück. Das hat ein bisschen geruckelt. Vermutlich sind einfach zu viele Gegner hier. Schreihals weg. Ein Kartensoldat weg. Der andere auch. Und hinter uns war vielleicht noch wer? Ja. Also gut, hier ist eine kleine nette Schlangenstatue. Wir speichern und gehen durch diese Tür. Was könnte im schlimmsten Falle passieren? Ein Unterwasserlevel. Es hat Vorteile, Reptil zu sein. Okay. Ein Unterwasserlevel. Habe ich den Fisch getroffen? Okay, es reicht. Da war noch irgendwo ein anderer Fisch hier. Weg mit dem. Und diese Dinger sind Schwimmer. Das heißt, wenn der Wasserspiegel steigt und wir da rüber können, haben wir da eine Plattform, mit der wir es machen. Das Portal ist wahrscheinlich sowieso ein Einwegportal, oder? Testen wir es? Ja, dieses Portal führt nur in eine Richtung. Matschiges Wasser, aber wir nehmen keinen Schaden mehr. Das ist das Schönste daran. Weg mit diesem Fisch und diesem. Und der macht wieder seine dämlichen Kettenbisse.
Das zieht so absurd viel Leben an, dass der Fisch da einfach an einem dran knabbert. Tauchen wir uns. Hier ist eine Plattform, vielleicht müssen wir da drauf. Das sieht aus, als müssten wir da drauf springen. Und hier geht's hoch. Ah, so kompliziert scheint dieses Level gar nicht zu sein. Da, das Wasser geht hoch, der Wasserspiegel steigt. Und wir können da rein. Und kriegen neue Fische. Ach, sterbt einfach. So, jetzt nach oben. Alice schluckt schon. Man hat als Reptil zwar eine große Lungenkapazität, aber keine unendliche. Und da war unser Schwimmer. Moment, der ist jetzt oben. Und vielleicht können wir da rein. Speichern wir und... Ach, komm doch her, Fisch. Hinein, Onkel Otto. Da ist sogar ein Loch. Und das noch eins. Und jetzt wären Blubberblasen nicht schlecht. Ah, da sind welche. An denen können wir unsere Luft wieder auffüllen. Und ab nach oben. Und da vorne war schon der nächste Hebel, den wir betätigen. Hochziehen. Irgendwo. Da vorne. Und das Ganze machen wir wahrscheinlich so viel, wie es Schwimmer gibt. Das Wasser steigt. Vermutlich sind neue Fische dazugekommen und wir... Autsch. Die uns so gleich angreifen. Da war ich schon, waren wir schon, meine ich. Also hüpfen wir da jetzt rein. Drei Fische. Und uns geht schon wieder die Luft aus. Ich schätze, das ist das Nervtötendste an diesem Level. Darauf achten, dass man nicht... ohne Luft da steht. Sauerstoff, wir brauchen Sauerstoff. Einmal da durchgeschwommen. Hier vertraute Tunnelarchitektur. Oh, 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 oh. Die Dinger ziehen uns zu sich hin. Das ist jetzt aber... gar nicht gut. Hört das Ding auch auf einzuziehen? Nein. Wie es aussieht, halten die einen so lange hier unten, bis man stirbt. Wunderbar. Wunderbar. Zum Glück hatten wir eben gespeichert. Gerade als wir da auf dieses, auf den Hebel gegangen sind. Nochmal das Ganze. Und diesmal lassen wir es nicht von den Ventilationsschächten ansaugen. Wie viele Fische sind das denn jetzt? Zwei. Drei. Vier. Alle weggemessert. Eigentlich ist das Wasser hier schon so braun, dass man es als Suppe bezeichnen könnte. Wir schwimmen also technisch gesehen in einer Fischsuppe. Autsch. Diese Schäden durch Ertrinken. Tetraeder, Tetraeder. Gut, konnten wir uns noch einigermaßen voll machen. Tanken etwas Sauerstoff und speichern. Da müssen wir jetzt hoch.
hier wieder Luft tanken. Und an den Ventilationsschächten vorbei. So. Wir sind drüber, hier rein. Da dran vorbei. Und nach oben. Einfach nur noch nach oben. Und Luft holen. Alice klettert da hoch. Ich speichere schon mal. Und jetzt sind da unten wieder Fische. Die treffen uns hier oben nicht. Und wir machen nur eine kurze Denkerpause und springen dann gleich darüber. Also, ja, die treffen uns nicht. Bis gleich.